Hallo und herzlich willkommen zurück zu Discord 2. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben und wollten noch mit Ponda reden. Nun, und wozu soll das gut sein? Taumel. Milliarden und Abermilliarden von Taumen. Entschuldige bitte, ich möchte mich nur auf eine schnelle Flucht vorbereiten. Ich will dich nicht bei deinen Visionen von der Weltherrschaft stören. Oh, prächtig. Eine Maschine zum Mixen besonders großer Drinks. Zum Mixen von Drinks? Du hältst den größten magischen Durchbruch aller Zeiten für einen Trinkmixer? Ja. Na schön. Vielleicht handelt es sich derzeit um eine große Zentrifuge. Aber eines Tages... Eines Tages... Wir haben die Macht. Überholte Vorstellungen belasten uns nicht. Und es stimmt nicht, dass taumische Forschungen dem Hirn schaden. Wir sind die junge Generation und wir haben was zu sagen. Wir spalten das Taum und schaffen das Zeitalter billiger, sauberer Energie. Eine strahlende Zukunft. Bisher sind wir nicht sehr weit gekommen, oder? Die Spaltung von Taumen soll dazu führen, dass einem das Gehirn schmilzt? Alles gelogen. Alles gelogen. Mit jedem Tag werde ich besser und besser und besser. Die Leute lachten über mich und meinten, ich sei nicht ganz richtig im Kopf. Einen schönen Tag, einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen wirklich schönen Tag. Du bist verrückt. Verrückt? Ich soll verrückt sein? Nun, wir werden sehen. Man hielt auch den bellenden Bolko für irre. Vielleicht deshalb, weil er oft als Languste verkleidet durch die Straßen lief. Den meine ich nicht. Es war jemand anders. Da irrst du dich. Meine Güte, der Idiot verspeiste versehentlich seine eigenen Füße. Ja. Die Leute verspotten immer Dinge, die sie nicht verstehen. Es ist tatsächlich schwer zu verstehen, warum jemand die eigenen Füße isst. Ich kann mir kaum vorstellen, dass damit ein neues Zeitalter magischer Energie beginnt. Aber vielleicht fördert es die Kunst. Ich könnte jede Menge Bier trinken und Paprika essen, um anschließend mit einem Stück Leinwand in das Ding zu klettern. Könntest du? Was ist eigentlich ein Taum? Ein Taum? Du willst wissen, was ein Taum ist? Um Himmels Willen, nein. Deshalb habe ich ja gefragt. Oh ja, ich kann dir alles über Taum erklären. Nun? Willst du nicht bitte sagen? Also gut, bitte sag mir, was ein Taum ist. Taume sind magische Elementarteilchen, gewissermaßen die Quintessenz der Magie. Mit dem Taumbeschleuniger kann ich der Magie eine wesentlich höhere Geschwindigkeit verleihen. Stell es dir nur vor, hochenergetische Magie, tausendmal stärkere Zaubersprüche. Mit so viel Macht könnte ich... Deinem Geschöpf Leben geben? Von deinen Freunden beneidet werden? Junge Frauen mit Hypnose erobern? In deiner Freizeit richtig auf den Putz hauen? Oh ja, und noch viel mehr? Bitte kommen, Sternbasis 9. Du bist ein sehr beschäftigter Mann, oder zumindest ein Humanoide. Möchtest du einen kurzen Dokumentarklicker über meine Arbeit sehen? Nein, danke. Nein, danke. Wir haben eine interessante Broschüre. Sie enthält ein Interview von mir und auch Diagramme, die meine unglaublichen Fortschritte bei der Erforschung des Universums verdeutlichen. Ein Genie bin ich. Jawohl. Nein, besten Dank. Mit Genies kenne ich mich aus. Die meisten von Ihnen brauchen Hilfe beim Ankleben der Schuhe. Bis später. Gut, das war's dann wohl von Ponda. Und dieses nervige Geräusch ist weg. Narrengilde, Laden, Docks. Friedhof, die Schatten. Da wollen wir hoffentlich nicht hin. Die armen Schatten.
Keiner will zu den Schatten. Ein Narrengeist. Die Tröte eines Clowns. Jetzt kann ich wenigstens in mein eigenes Horn blasen. Nicht Vincent. Ich wollte die Truhe. Die Truhe verstaut alles für mich. Ein Ziegelstein. Man kann ihn gut in der Hand halten. Ausgezeichnete Aerodynamik. Ein ordentlicher Ziegelstein kann den Künstler in einem wecken. Blasche Blier! Blasche Blier! Hier, Truhe. Meine alten Freunde, der Narr und Lachi. Oh mein Gott, nicht Lachi. Gott sei Dank ist er tot. Bei den Göttern, dass ich euch beiden noch einmal begegnen muss. Oh, Lachi, Lachi, Lachi! Du bist doch tot. Du hast die Bühne des Lebens verlassen und dich in den Ruhestand zurückgezogen. Lachi möchte der Geist aller verblichenen Witze sein. Bitte nicht. Es ist großartig, tot zu sein. Sieh mal, wir haben sogar Blumen. Oho, Lachi, Lachi, Lachi. Ich den kleinen Narr hasse. Jetzt hör mal. Klopf, klopf. Wer ist da? Cohen. Cohen wer? Cohen an der Tür. Oh, Lachi, 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 Lachi. Ja. Wieso treibt ihr euch hier herum, während alle anderen in den Himmel oder zur Hölle unterwegs sind? Lach, 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 lach! Ich hänge hier fest, fest, fest! Du kannst nicht weg? Ich meine, du bist tot, aber nicht richtig im Jenseits? Du spukst hier herum? Tod ist noch nicht gekommen, um uns abzuholen. Er hat uns hier vergessen. Lachi ist an Stein und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Kann nicht einmal dann weg, wenn man ihm ein Was möchtest du anbietet. Ein Was möchtest du? Ein kühles Bier und knusprig gebratene Keilerkeule. Besten Dank. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Du hast recht. Du bist wirklich der Geist verblichener Witze. Oh nein. Wenn wir schon jemanden aus dem ersten Spiel auftreten lassen müssen, warum dann nicht die nette Amazonin? Oh ja, die vielleicht cool gelingt gewesen. Es mir, die Spuksteine in eine Jauchegrube oder so zu werfen. Mal sehen, ob er dann noch lacht. Das ist ein Geist, ich glaube, es stört ihn nicht weiter. Entschuldige, ich kann hier nicht den ganzen Tag schwatzen, ich muss jetzt weiter. Aber wir nehmen ihn einfach mal mit. Pass jetzt auf! Aufpassen! Ja! Du bist also an Steine und Mörtel des Gildenhauses gebunden. Gildenhaus! Ja! Gibt es irgendeinen Grund, warum du hierbleiben musst? Ich meine, wenn die Steine fortgebracht werden, so kannst du sie doch begleiten, oder? Du könntest auf einen der Steine springen und dann bringe ich dich zu interessanteren Orten. Interessant, ja. Hörst du mir überhaupt zu? Nein. Oh, Lachi, 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 Lachi. Kriech jetzt in den verdammten Stein. Oh, Lachi, Lachi, Lachi. Weg ist er. Wir nennen ihn einfach liebevoll den Lachi-Stein oder sowas. Welch ein hübsches Gitter. Hey, da ist das Milchmädchen. Eigentlich ein schmeichelhafter Blickwinkel. Lassen wir mal ein bisschen Zauberei spielen. Fräulein, ist alles in Ordnung?
Soll ich jetzt aufhören? Nein, pump noch ein bisschen. Mein Agent meint immer, ich müsste deutlicher in Erscheinung treten. Immerhin haben wir Glitzerstaub bekommen. Den Glitzerstaub? Könnte ich vielleicht einige Pixel herausschütteln? Vielleicht. Nur einige alte Fässer. Mal gucken, wo es uns hinführt hier. Zukunftsschweinefleisch. Vermutlich gibt es keine andere Welt im Multiversum, in der man Dinge lagert, die nur potenziell existieren. Das Zukunftsschweinelager in Ankh-Morpork ist das Ergebnis der vom Patrizier erlassenen Vorschriften über grundlose Metaphern. Der Ansicht vieler Leute, alles müsste irgendwo einen Platz in der Wirklichkeit haben, sowie dem sehr dünnen Gewebe der Realität im Bereich von Ankh. Der Handel mit Zukunftsschweinefleisch, mit Schweinefleisch, das noch nicht existiert, führt zum Bau eines Lagerhauses, in dem es aufbewahrt wird, bis es mehr als nur imaginäre Substanz gewinnt. Die außerordentlich niedrigen Temperaturen gehen auf die Unterschiede im temporalen Energiefluss zurück. Alles klar. Ein Bild von Schweinefleisch, das irgendwann in der Zukunft existiert. Dabei geht's um Vorausdenken, nehme ich an. Scheint auf jeden Fall so. Immerhin haben sie schon mal ein Lager für Schweinefleisch in der Zukunft. Aber ich habe eine Idee, was wir mit dem Nachrichtstein machen können. Dazu bräuchte ich den Nachrichtstein. Viel Spaß, Lachi. Nein, nein! Da drin gibt's nichts mehr zu lachen! Lachi! Ja, Ektoplasma-Schlamm. Nett. Ektoplasma? Das heißt, ich hoffe jedenfalls, dass es Ektoplasma ist. Ja, hoffen wir lieber. Ich bedanke mich aber jedenfalls fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und Kommentar da und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao, ciao.